Die einen gehen, die nächsten kommen. Ajax Amsterdam hat offensichtlich eine Quelle an jungen, mega talentierten Fußballern. Und das sieht man auch direkt diese Saison schon wieder. Die Jugendarbeit von Ajax ist der Wahnsinn. Ich meine, da erzähle ich euch nichts Neues, aber das wird einem immer wieder bewusst, wenn man bedenkt, wen haben sie abgegeben und wie gut sind sie jetzt schon wieder. Sportdirektor Marc Overmars hat eigentlich vor der Saison gesagt, das soll ein Übergangsjahr werden nach diesen ganzen Abgängen. Aber jetzt nach 10 Spieltagen in der Liga steht man auf Platz 1 mit 9 Siegen und einem Torverhältnis von 42:5. Und in der Champions League kann man auch noch die Gruppenphase als Zweiter überstehen. Da gibt es nächste Woche sozusagen das Endspiel gegen Atalanta. Das muss man sich nochmal vor Augen führen, wen die alles abgegeben haben, was für talentierte Spieler dabei waren. Donny van de Beek, Serginho Dest, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Kasper Dolberg, Justin Kluivert und noch einige mehr. Rund 500 Millionen Euro hat man laut Transfermarkt.de mit Spielerverkäufen eingenommen. Nicht mal die Hälfte hat man wieder investiert. Also was die in Sachen Jugendarbeit und auch Scouting machen, ist sehr, sehr beeindruckend. Und ich habe mir mal die talentiertesten Spieler von Ajax, die es aktuell so gibt, genauer angeschaut. Einer, der dieses Jahr einen absoluten Traumsaisonstart hinlegt, ist Lassina Traoré. 19 Jahre alter Stürmer aus Burkina Faso, Cousin übrigens von Bertrand Traoré. Und das meinte ich mit, das Scouting gehört mit dazu. Der ist zwar erst 2019 zu Ajax offiziell gewechselt, aber sie haben ihn schon mit 16 entdeckt und zu ihrem Schwesterclub Ajax Cape Town in Südafrika geholt. Bevor er 18 war, durfte er gar nicht nach Europa wechseln. Jetzt durfte er, hat dann erstmal in der zweiten Mannschaft von Ajax gespielt und das sehr beeindruckend. Letzte Saison 17 Spiele, 13 Tore und 7 Vorlagen. Dann ging es zu den Profis und was er da bislang macht, ist jetzt auch nicht so verkehrt. 16 Scorerpunkte in 15 Spielen. Ja, diese Zahlen hängen so ein bisschen mit einem einzigen Spiel in der Liga zusammen, nämlich mit einem 13:0 gegen Venlo. Da hat er 5 Tore gemacht und 3 weitere Treffer vorbereitet. Also der Typ ist auf jeden Fall sehr spannend. Allein was der an physischen und athletischen Voraussetzungen mitbringt, ist bemerkenswert. Ist so ein richtiges Muskelpaket, dazu aber auch noch schnell. Hat einen sehr guten Schuss, nicht nur hart, sondern auch platziert. Ist sehr gut in allem, was mit Kopfbällen zu tun hat. Aber was ihn von anderen bulligen Stürmern unterscheidet, sind seine Qualitäten als Vorbereiter und Passgeber. Er ist jetzt nicht der Mega-Techniker und Mega-Dribbler, aber trotzdem, alles andere ist sehr gut und er hat wirklich die Qualitäten, das Potenzial, ein kompletter Stürmer zu werden. Der kann selber die Bälle vorne festmachen, aber mit seinem Antritt, mit seinem Speed auch in die Zwischenräume gehen und wirklich als ganz klassischer Stoßstürmer agieren. Nicht nur von Traoré werden wir in Zukunft wahrscheinlich mehr sehen und dann irgendwann wahrscheinlich auch bei größeren Clubs, sondern auch von Rhein Gravenberg. Da sind so Mannschaften wie Juve und Barca angeblich schon interessiert. Das ist ein gerade mal 18 Jahre alter zentraler Mittelfeldspieler, seines Zeichens der jüngste Spieler in der Geschichte von Ajax Amsterdam. Das ist ein richtiges Eigengewächs, kam schon mit 8 in die Jugend von Ajax. 10 Jahre später ist er Stammspieler bei den Profis. Warum? Weil er einiges mitbringt, was man von einem zentralen Mittelfeldspieler sehen will. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich jemals schon einen 18 Jahre alten Spieler gesehen habe, der 1,90 groß ist, aber gleichzeitig technisch so stark, so ballsicher und vor allem auch so antrittsstark ist. Wird oft mit Paul Pogba verglichen, was so die Spielweise angeht. Und da würde ich auch mitgehen, wenn wir vom jungen Pogba sprechen, vom ganz jungen. Er ist stark am Ball, ganz viel Gefühl, spielt wirklich super präzise Pässe. Aber was ihn wohl am meisten von gleichaltrigen Spielern unterscheidet, ist seine Spielintelligenz. Da ist nichts aufgeregt, er spielt sehr überlegt, sehr clever. Du siehst einfach, wenn du ihn spielen siehst, nicht, wie alt er ist oder dass er so jung ist. In meinen Augen fehlt ihm noch so ein bisschen Robustheit für diese Position und auch das defensive Stellungsspiel ist vielleicht noch so ein bisschen ausbaufähig, aber ansonsten hat er und kann er eigentlich schon alles, weil dazu hat er auch noch einen richtig guten Schuss. Wir haben es gesehen bei seinem bisher einzigen Treffer diese Saison, das war in der Champions League gegen Midtjylland aus der Distanz, schön mit der Innenseite in den rechten oberen Winkel gezwirbelt. Ja, das sind so die wohl schon so am weitesten sind in ihrer Entwicklung. Aber da gibt es noch viele, viele mehr. Und zum Beispiel auch Neuzugänge wie Antony. 20 Jahre alter Brasilianer. Ich meine, wenn man viel Geld einnimmt und hat, dann kann man auch ein bisschen was wieder investieren. 16 Millionen haben sie für den bezahlt an Sao Paulo. Und das scheint sich schon jetzt zu lohnen. Und das wird sich spätestens dann lohnen, wenn Chelsea oder United
sucht euch irgendeinen Premier League Club aus, 70 bis 90 Millionen für ihn bezahlt. Ein kleiner, unglaublich dribbelstarker, explosiver Flügelstürmer. Linksfuß kommt gerne vom rechten Flügel nach innen gezogen und wird dabei eigentlich fast immer gefoult, weil er ansonsten so schwer zu greifen ist. Der macht nicht nur unglaublich Spaß, wenn man ihn spielen sieht, sondern er hat nach 12 Einsätzen auch schon 5 Tore erzielt und 3 Vorlagen gemacht. Dann gibt es also Leute wie ein Mohamed Kudus zum Beispiel, der kam vor der Saison für 9 Millionen aus Dänemark, zentraler offensiver Mittelfeldspieler. Oder so Spieler wie Jürgen Ecklenkamp im offensiven Mittelfeld, 20 Jahre alt. Oder die beiden Verteidiger, Per Schurs 21 und Jurrien Timber 19, die alle schon regelmäßig auf Einsatzzeiten bei den Profis kommen. Kjell Scherpen zum Beispiel gilt als riesengroßes Torwarttalent in den Niederlanden. Und dann natürlich noch sehr viele weitere interessante und spannende Spieler in der eigenen Jugend. Das, wie ich finde, spannendste Talent ist Naci Unuvar. 17 Jahre alt, offensiver Mittelfeldspieler oder Linksaußen, gilt als das größte Talent bei Ajax Amsterdam. Ist klein, flink, sehr dribbelstark, hat eine verdammt gute Technik, eine verdammt gute Übersicht, guter Vorlagengeber, aber selber auch torgefährlich. Also es dauert nicht mehr lang, bis er als der niederländische Messi beschrieben wird. Ist allerdings Rechtsfuß und spielt auf links. Also anders als Messi. Aber egal, er hat sogar auch schon bei den Profis gespielt, ist der zweitjüngste Torschütze in der Geschichte von Ajax. Nach Gravenberg übrigens. So, jetzt einfach mal gesponnen. Ich habe mal aus Spaß eine durchaus realistische Aufstellung gemacht von Ajax. Die könnten, wenn sie ein paar der Routiniers mit jungen Spielern, die auch schon häufiger zum Einsatz kommen, austauschen, eine Startelf aufs Feld schicken mit dem Durchschnittsalter von 20,7 Jahren. Das ist verdammt jung und ich sag mal so, die Qualität würde wahrscheinlich trotzdem noch ausreichen, um in der Eredivisie um die Meisterschaft mitzuspielen. Ich meine, so Stammspieler wie Rechtsverteidiger Masraoui oder Neres vorne, die sind ja auch gerade mal erst Anfang 20. Also alles, was mit jungen Talenten zu tun hat, Jugendarbeit, Scouting und so weiter, da ist Ajax wirklich eine der besten Mannschaften in ganz Europa. Die beste? Fragezeichen, schreibt's in die Kommentare. Und dann natürlich wie immer nicht vergessen, das Video zu liken und den Sport1-Channel zu abonnieren. Und hier nochmal der Hinweis, am Samstag gibt es wieder Social Bundesliga auf diesem Kanal. Unser Live-Talk zum Bundesliga-Topspiel. Und es ist wirklich ein Topspiel diese Woche. Ihr seht's da hinten schon an den Trikots. Bayern gegen Leipzig. Schaltet ein.